Hallo meine lieben Digi-Ritter, in diesem kurzen Video möchte ich einfach nur mal wieder ansagen, dass ich jetzt wieder Lust habe, mal wieder ein Q&A zu machen und deswegen, also ganz back to the roots, wie es bei mir am Anfang, wo ich meine ersten Real-Life-Sachen gemacht habe, möchte ich einfach mal wieder ein Q&A machen. Deswegen ballert alles in die Kommentare rein, was ihr an Fragen, sonst irgendwas habt. Ballert es gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch daran beteiligen würdet und mir Fragen, egal ob es zu Digimon ist oder Real Life, ballert mir einfach alles in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall richtig freuen, da wieder mal ein Q&A für euch zu machen. Außerdem möchte ich in diesem Video ankündigen, heute Abend um 20 Uhr gibt es wieder einen Livestream auf Twitch. Link dazu ist in der Videobeschreibung, schaltet gerne ein, wenn ihr Lust drauf habt. Eigentlich sollte dieser Livestream gestern kommen, aber das Problem war, gestern habe ich um 8 Uhr morgens eine Matheprüfung geschrieben, musste dafür relativ früh aufstehen, um rechtzeitig in der Uni zu sein, damit ich noch einen Platz bekommen habe und all sowas. Und deswegen war ich dann am Abend so müde, dass ich dann einfach gesagt habe, ne, verschieben wir es doch auf Samstag, weil dann bin ich wieder fit und kann für euch wieder einen hoffentlich unterhaltsamen Livestream anbieten. Und außerdem möchte ich in diesem Video noch kurz den 24-Stunden-Stream ankündigen. Da habe ich mich jetzt auf ein Datum festgelegt. Der 24-Stunden-Livestream wird am 3. März ab, ich sage jetzt mal, ab 14 Uhr starten, damit ich einfach dann am nächsten Tag, dass er nicht ewig lang geht, damit ich dann noch dann wieder fit sein kann, damit sich das nicht wie bis 20 Uhr abends oder so dann zieht. Einfach mal ein bisschen früher starten und dann werde ich dann auf jeden Fall das besser durchhalten können. Und da werde ich dann natürlich noch Energy Drinks und alles sowas mir besorgen, damit ich dann diesen auch für euch durchhalten kann. Auch für alle an euch, die bei mir bisher keine Livestreams geschaut haben, schaltet da auf jeden Fall ein, würde mich auf jeden Fall richtig freuen und würde mich auf jeden Fall freuen, wie gesagt, euch da begrüßen zu dürfen dann. Aber jetzt für dieses Video erstmal ballert in die Kommentare eure Fragen, damit ich dann morgen ein Q&A machen kann. Morgen gibt es dann noch eine Folge Digimon Masters Online, wo ich Examon vorstelle. Ich habe jetzt inzwischen Examon, leider habe ich das vergessen aufzunehmen. Die Folge, wo ich den bekommen würde und deswegen gibt es dann morgen ein kleines Vorstellungsvideo dann dazu. Mal schauen, wie lang das wird. Schaltet auf jeden Fall rein. Und zum Thema, zum Spiel Drop Zone, also ich muss sagen, also mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß, aber die Aufrufzahlen sprechen halt für sich, dass das Video, beziehungsweise dieses Spiel, eben nicht jetzt so gut ankommt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Obwohl die Bewertungen eigentlich durchgehend positiv sind. Mal schauen, ich bringe auf jeden Fall noch eine zweite Folge dann nächste Woche raus und schauen wir mal, ob sich das dann nochmal zum Besseren entwickelt, ob das dann ein festes Format auf meinem Kanal werden soll, also eine feste Videoserie. Ansonsten wird es ab nächste Woche auch ein Horror-Let's Play starten. Nicht Resident Evil 7, wie ich vorgeschlagen hatte, sondern da wird dann die Spieleserie Outlast auf meinem Kanal erscheinen. Ich hoffe, das kommt bei euch gut an. Wenn ja, dann wird es da auf jeden Fall mehrere Folgen dazu geben, also bis ich das Spiel komplett durch habe. Ansonsten wird sich es auf ein paar Folgen beschränken. Mal schauen. Hängt natürlich wie immer davon ab, wie gut es bei euch ankommt. Ich muss sagen, die letzten Folgen Digimon Masters Online kamen bei euch richtig gut an, wurden richtig schön geviewt, haben auch richtig positive Wertungen und alles bekommen. Also da auf jeden Fall fettes Dankeschön an euch. Auch die letzten Folgen Digimon Adventure RPG kamen bei euch gut an und werde ich auf jeden Fall weiterhin fortführen. Drop Zone, wie gesagt, schauen wir mal, wie sich das noch innerhalb von ein paar Folgen entwickelt. Aber ansonsten, schauen wir mal. Ich möchte mich da gar nicht festlegen. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, Fragen alles in die Kommentare, damit ich da ein schönes Q&A für euch basteln kann. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.